Wir haben eine Nulltoleranzpolitik in Sachen Doping. Es gibt keine staatlichen Programme. Darüber hinaus haben wir nach all den Anschuldigungen das Gesetz geändert, sodass Dopen ein krimineller Akt, eine Straftat in Russland ist. Wir haben eine absolut unabhängige Anti-Doping-Agentur gegründet, die alles kontrolliert. Wir sind für alles offen. Unsere Liga startet Mitte Juli. Auch alle unsere Vereine sind transparent. Kommen Sie und schauen Sie sich das an. Sie sind herzlich dazu eingeladen. Haben Sie sonst noch irgendwelche Wünsche? Vielleicht wollen Sie mich hier vor Ihnen auf dem Tisch tanzen sehen. Wir sind komplett offen und transparent.